Karabiner kennst du, aber was können Molle Karabiner? Was ist das überhaupt und was soll das und sowieso und überhaupt, wenn du das wissen willst, bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Rainer Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ich habe jetzt exemplarisch hier einen solchen Karabiner und das ist auch ein normaler Karabiner, kein Kletterkarabiner, das muss klar sein, aber das ist ein sogenannter Molle-Karabiner. Ich will es dir im Einsatz zeigen. Wir haben im Shop, und gebe dir natürlich, billige Eigenwerbung, den Link zu mir da unten und auch auf Amazon, wenn du es dort kaufen willst, und zwar einerseits diesen kleinen hier, und dann das größere Exemplar. Bei dem kleineren, da drückt man da oben drauf, dann geht das auf. Dann kann man dann was einhängen und wieder zumachen. Und die Sache sitzt. Und bei diesem hier, der ist deutlich größer, hat aber auch andere Funktionen und andere Möglichkeiten. Das ist ein ganz normaler Karabiner. Gut, jetzt wirst du sagen, wie kriege ich das da überhaupt rein? Und dazu sind diese kleinen Öffnungen hier vorgesehen. Übrigens, diese Tasche, weil ich das auch immer wieder gefragt werde in den Videos, die gibt es natürlich auch bei mir im Shop. Das ist das Miltec Assault One Strap irgendwas Back. Da habe ich ein Video gemacht und gebe ich da natürlich auch den Link in meinen Shop, damit das gleich klar ist. So, ich mag jetzt zum Beispiel an dieser Molle-Schlaufe das anhängen, dann hänge ich mich da mal durch. So, jetzt musst du mal eine Entscheidung treffen. Du musst eine Entscheidung treffen. Und zwar, wie willst du es haben? Willst du es so haben oder willst du es anders haben? Anders bedeutet, dass ich es auch anders einfädeln muss. Das heißt, dass die Klappe entweder nach oben oder nach unten aufgeht. Da wirst du schon drauf kommen, wenn du das Ding kaufst. Dann hier durchziehen und die Sache ist drin. Schau dir was an. Jetzt hängt er nach oben. Der andere hängt nach unten. Nette Sache. Natürlich stellt sich jetzt immer wieder die Frage, wozu brauche ich das überhaupt? Na, wozu brauche ich das überhaupt? Besonders so große Karabiner. Zum Klettern sind die definitiv nicht geeignet, zumindest gibt das auch der Hersteller so an und da würde ich mich auch nicht drauf trauen, also ich würde mein Leben da nicht drauf geben. Ich würde nicht einmal bei diesen Metallkarabinern, die es da immer wieder gibt, habe ich auch einen mitgebracht, den haben wir auch im Shop und gibt es auch auf Amazon, würde ich mir auch nicht drüber trauen. Auch da schreibt der Hersteller, der ist nicht dafür geeignet. Die kosten aber im Endeffekt nicht so viel wie echte Kletterkarabiner. Das muss einfach Qualität sein. Wenn dein Leben davon abhängt, dann darf das nicht irgendein Quixi-Quaxi sein. So, wenn du das wieder runternehmen willst, ist auch ganz einfach möglich. Wie gesagt, der hat auch eine zweite Position, also du kannst ihn auch so einhängen, so seitlich, wenn du das magst. Ist die Frage, ob das Sinn macht, aber das muss man entscheiden. Ja, was will man anhängen? Zum Beispiel, ich zum Beispiel habe an Karabinern gern Schlüssel hängen. Die habe ich da, und das muss ich zugeben, nicht da draußen am Molle hängen, sondern zum Beispiel da am Gürtel oder im Innenbereich angehängt, damit man das schnell runternehmen kann. Und der hier, oder die zwei, die ich da jetzt gezeigt habe, die sind aus Kunststoff. Die sind robust genug, ja, sie sind robust genug, dass sie nicht gleich auseinanderbrechen. So, ich hänge den jetzt absichtlich einmal aus, schau her. Also da muss ich wirklich jetzt mit Gewalt dagegen gehen. Also der springt nicht von alleine raus, wenn man ihn einmal falsch einrastet. Und ist jetzt auch so robust. Aber klar, mit dem Panzer kann man nicht drüber fahren. Ja. Aber das ist auch nicht der Punkt, der ist extrem leicht. Das heißt, das Ding fällt dir nicht auf, aber du hast eine weitere Möglichkeit, etwas festzumachen. Was weiß ich, wenn du jetzt zwei von den kleinen nimmst und mit einem Seil, weiß ich nicht, an Regenponcho anhängst, ja, den du zusammengerollt hast und hier dann anbringst, damit das klack klack aufgeht. Oder dieser hier hat auch so ein kleines Loch, da schau mal, ja, da, das siehst du wahrscheinlich nicht, aber da, jetzt siehst du es, weil dieses Loch hier, das könntest du durch ein Paracord oder durch eine andere ein Seil, Schnürchen, Schnur durchgeben zum Aufhängen vom Tab. Also es gibt da ganz, ganz viele Möglichkeiten und ich mag Karabiner. Und wenn auch du Karabiner magst, und die noch nicht kennst, wie gesagt, schau das einmal an und wenn du einen kaufen magst, du es, und wenn du es nicht willst, ist auch okay. Schreib mir auf jeden Fall einen Kommentar, ob du solche Molle Karabiner schon hast, was deine Meinung dazu ist und was für gute Qualität ist, was schlechte Qualität ist. Daumen nach oben oder nach unten, Link in meinen Shop, Abo an das Video, hat mich gefreut, bis bald und ciao.